Ich will euch heute was über Katzenmissbrauch erzählen. Okay, ich sehe schon die versteinerten Gesichter. Ihr werdet gleich drauf kommen, um was es geht. Heute unter dem Thema, warum zu viele Katzen gefährlich sind. Okay, dann kommen wir mal ganz kurz zu meinem Inhalt. Zu Anfang will ich euch erzählen, was die Katze ist. Allgemein was über Katzenmissbrauch, danach Katze und Schwanz, Katze und Schleifen, dann nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann tun wir uns Fragen, Diskussionen widmen. Ich habe auch nicht vor, allzu lange zu reden. Okay, also, es geht natürlich um die Katze in der Muschel, also Cat auf der Unix Shell. Cat ist eine Abkürzung von concatenate, von zusammenfügen. Das machen die wenigsten Leute, wenn sie das Tool benutzen. Allgemein wird es mehr dazu benutzt, um sich was auszugeben. Ich habe eine Textdatei, ich möchte angucken, was da drin steht. Cat-Dateiname und dann gibt mir das dann so aus. Ich habe hier an der Seite ein Beispiel dazu. Da gebe ich mir die Default-Papiergröße meines Systems aus. Das zweite Beispiel unten drunter, da ist es so, dass ich zwei OGG-Dateien zusammenhänge. Das ist genau das, wofür eigentlich Cat gedacht ist, Dateien zusammenzufügen. Dazu kurz zu erwähnen, OGG kann man einfach zusammenhängen. Das ist so per Design gedacht. Also da braucht man sich nicht um Header oder sowas kümmern. Das heißt, genau für diesen Fall ist das super. Und dafür ist eigentlich das Tool gedacht. So. Jetzt ist die Sache, jetzt müssen wir über den Missbrauch reden. Viele Leute tun das Tool gerne vorschalten zu irgendeinem anderen Tool. Das sieht man hier, oder ist der Dateiname abhanden gekommen. Man macht Cat, Dateiname, Pipe, der Dateiname fehlt jetzt leider, irgendein Tool. So. Weil viele Leute denken, man kann irgendwie den Tools nicht den Dateinamen direkt geben und das Tool könnte das öffnen. Oft gesehen. Nun gut. Was es bewirkt, ist folgendes. Cat liest jetzt alle Daten ein auf einen, also liest die ein und gibt die aus. Cat selbst macht mit den Daten erstmal nichts. Es tut die nur eine Datei und wieder ausgeben. Und das andere Tool liest die jetzt wieder ein aus der Pipe raus und macht dann seine Aufgabe, was auch immer es tun soll. Und das Problem dabei ist, dass dieses andere Tool jetzt jegliche Arten von Optimierung ausschalten muss. Denn es muss alles lesen. Es kann nicht mehr sagen, welchen Teil von der Datei es interessiert. Vielleicht interessiert das Tool ja nur bestimmter Teil. Es muss alles lesen. Weiterhin ist es so, es muss es über Standard-IO-Funktionen lesen, über Read. Es kann nicht mit mmap sich ein Stück Memory draus machen und damit beschleunigte Zugriffe machen. Muss ich erklären, was mmap genau tut? Gibt es da jemanden, der das Problem hat? Oder kennt die Funktion jeder? Okay, also einer hat das Problem. Ich erkläre es dann im letzten Block in den Fragen nochmal genauer. Okay? Gut. Also Funktionen wie Seek und sowas gehen natürlich nicht. Bei manchen Sachen ist es so, dass temporäre Dateien angelegt werden müssen. Ich habe das zum Beispiel gesehen bei Sort. Sort kann kleine Datenmengen lädt er, probiert es aus, sortiert das, schmeißt es raus. Wenn er größere Datenmengen hat, hat er das Problem, dass er die nicht mehr ins Memory lagern möchte. Je nach Implementierung von Sort, GNU-Implementierung, die verschiedenen BSD-Implementierungen, die Microsoft-Implementierung, keine Ahnung, was sonst noch für Implementierungen da draußen rumschwirren, ist das unterschiedlich groß, diese Menge, kann man sie einstellen oder ähnliches, aber im Prinzip ist das ein übliches Verhalten, dass dann Sort einfach sagt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr alles halten, ich muss es in der Datei auslagern. So. Wenn Sort direkt Zugriff auf die Datei hat, auf die Quelldatei, kann es mit Seek sich vielleicht behelfen. So muss es folgendes machen. Es liest die Daten aus der Pipe ein, schmeißt die komplett, so wie sie sind, in einen Temp-File und öffnet die Datei dann. Warum läuft jetzt das Cat vorne dran? Naja, ich könnte auch einfach direkt die Datei öffnen. Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor, es ist ein Prozess mehr, der läuft. Ich muss den Prozess starten. Der Prozess braucht für sich Ressourcen. Der Prozess erzeugt Context-Switche, Task-Switche.
Das heißt, da geht natürlich auch Performance flöten. Auf den Systemen, wie wir sie heute haben, ist das meistens nicht so spürbar. Aber spätestens, wenn irgendjemand für das Embedded Linux auf seiner Armbanduhr programmiert oder fürs OpenWRT oder sowas, dann kann es sein, dass man doch irgendwann merkt, wäre schön, wenn mein Shell-Skript weniger Memory braucht. Na gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Fall, der mir oft begegnet, die Katze und der Schwanz. Cat on Tail. Tail gibt die letzten Zeilen einer Datei aus. Wie viele das sind, kann man konfigurieren. Teilweise auch abhängig davon, welche Implementierung man benutzt. Also meine hier lokal hat 10 Zeilen immer ausgespuckt. Ich habe auch schon andere gesehen, die ein 8 oder 32 ausgespuckt haben. Gut. So. Normalerweise ist es so, Tail sagt sich, ich mache die Datei auf. Ich gucke mal, wie viele Zeilen der User möchte. Der User möchte jetzt 10 Zeilen. 10 Zeilen sind normalerweise ein Kilobyte, sagen wir mal. Dann springe ich an 10 Kilobyte vor Ende, lese das ein und gucke mal, ob ich jetzt 10 Zeilen zusammen habe. Wenn ich jetzt 10 Zeilen zusammen habe, dann gebe ich die aus. Fertig. Ist gut. Wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich Cut davor schreibe, muss Tail, weil ich ja nicht hinten hinspringen kann, alles einlesen. Die gesamte Datei. Was macht also Tail? Tail geht durch, hat einen Ringpuffer über 10 Zeilen, schmeißt eine Zeile rein, schmeißt eine raus, schmeißt eine rein, schmeißt eine raus. Und dann immer, wenn kein Input mehr kommt, dann spuckt er den Ringpuffer aus. Irgendwie jetzt nicht so effizient. Ja, funktioniert jetzt auch. Ich habe euch auch hierzu ein Beispiel an die Wand geworfen. Diese Datei temp.sys.log gibt meine Systemtemperatur an. Das ist ein kleiner Daemon, den ich geschrieben habe, der meine Systemtemperatur überwacht. Das ist ein Log-File. Man kann sich das auch online angucken. Da stehen meine Systemtemperaturen über die letzten 2, 3 Jahre drin. Dieses Log-File ist ein bisschen größer. Hat irgendwie 1 Megabyte oder so jetzt. So. Wenn ich jetzt Tail direkt aufrufe, macht das genau das. Das springt hinten hin, springt irgendwie auf 900 bis Byte vor Ende. Braucht 9 Millisekunden auf meiner Maschine wohlgemerkt, 9 Millisekunden, um das auszuspucken, ist fertig. Jetzt mache ich das Ganze mit einem Cut davor. Und wie man dann hier unten so schön sieht, da ist die Maus, es braucht fast 2 Sekunden dafür. Ja, weil, erstens, es muss die Daten einlesen von der Festplatte komplett. Zweitens, es muss sie verarbeiten. Das sieht man auch hier schön. So ist die Maus, da ist die Maus. Die meiste Zeit, wenn ihr hier das addiert, die meiste Zeit wartet das Teil. Da wartet ihr tatsächlich auf die Festplatte. Ja. Es ist ein Log-File, das heißt, es ist potenziell auch ein bisschen fragmentiert, trotz unserer guten Filesysteme, und deswegen braucht es ja relativ lange. Aber auch deutlich sieht man die Rechenzeit, die hochgeht. Oben 9 Millisekunden, unten 368 Millisekunden. Das heißt, auch da merkt man, dass er deutlich länger hin und her kopiert hat und rumgerechnet hat. Jetzt hatte ich solche Dinge gesehen wie, nimm die letzte Zeile aus einer Datei raus, mach damit irgendwas und mach das in der Schleife 1000 Mal. Shell-Skript dieser Art habe ich gesehen. Jetzt wundert sich jemand, Moment. 2000 Sekunden, das ist eine Dreiviertelstunde. Ja, jetzt ändert man nur dieses eine kleine Cut da vorne weg, macht ein richtiges Tail draus und plötzlich läuft dasselbe Shell-Skript in einer Sekunde. Das ist auch auf einer Maschine, wie ihr sie habt und wie ich sie habe, deutlich merkbar irgendwann, deutlich spürbar. Das heißt, das ist so, das sieht man halt, das ist ein krasser Fall. Bei anderen Tools kommt das drauf an, das ist nicht so krass, aber hier, denke ich, sieht man es ganz besonders deutlich. Gut. Jetzt kommt die Sache mit den Schleifen. Bei den Tools sieht man normalerweise, dass es relativ sinnvoll ist, den kann ich einfach in eine Datei übergeben. Oft sehe ich es aber dann bei Schleifen, dass die Leute cut, while, read, irgendwas schreiben. Aber auch da kann ich eine Datei angeben, und zwar einfach über den normalen Shell Redirects für Files. Das sieht man hier oben im Beispiel. Da tue ich einfach in das Done, tue ich einfach mit einem Redirect meine Datei reinschreiben. Und dann kann einfach die Shell selbst direkt von der Datei lesen und braucht da nicht noch das Cut zusätzlich starten.
Dieses kleine Beispiel, was da jetzt zu sehen ist, gibt genau die Datei, wo wir eben hatten, aus. Nur es tut jetzt statt einen Unix-Timestamp vorne mit Date einen schönen Timestamp generieren. Nur damit man weiß, wo das Beispiel herkommt. Also schönen lesbaren Timestamp. Gut. Dann bin ich auch schon gleich fertig. Ich habe ja gesagt, ich bin heute fix. Was ist generell zu sagen? Generell, immer wenn man Cat einsetzt, fragen, brauche ich es wirklich? Oft ist die Antwort nö. Wenn die Antwort nö ist, ja, warum baue ich es dann ein? Lassen wir es doch draußen. Ja. Die allermeisten Programme, die wir so typischerweise auf der Shell benutzen, Tail, Head, Sort, Grep, Schleifen, was weiß ich, was da euch noch einfällt, können Dateiennamen einfach annehmen und das dann selber öffnen. Ganz generell gilt, --help, mempage ist euer Freund, ja, aber normalerweise einfach hinten dranhängen und das geht. Und wenn es nicht geht, wird das Programm euch schon anmeckern und euch einen Help ausspucken oder ähnliches. Gut. Wenn das nicht geht, wenn das tatsächlich nicht geht, dann kann man immer noch, ähnlich wie bei der Schleife, einfach mit diesen Dateiumlenkungen, mit diesen Redirects, kann man das dann einfach machen. Schreibt man sein Tool, Spitze Klammer auf, Dateiname, und dann wandert das auch in das Tool rein. Genauso wie wenn ihr euch euer Cut vorne dran geschrieben hättet. Nur ohne diesen Prozess zu starten. Und es erzeugt keine Pipe. Das heißt, selbst wenn das Programm zu doof ist, einen Dateinamen anzunehmen, könnte es hier trotzdem immer noch Optimierungen drin haben, die es dann erlaubt, den, doch besser zu arbeiten. Kleiner Hinweis am Rande, auf der GNU-Clib ist es so, immer wenn ihr mit den STD-IO-Funktionen arbeitet, tut die Clib in Wirklichkeit einen Teil dieser Optimierung schon einschalten. Das heißt, die guckt nach, geht das? Und genau da kommt nicht primär diese MMAP-Geschichte rein. Sie guckt nach, kann ich MMAP da drauf machen? Und wenn ja, verwendet das einfach, ohne dass ihr das seht. Das heißt, selbst ein Programm, was wirklich zu doof ist und nur von STD-IN versucht zu lesen, kann trotzdem diese Optimierung benutzen. Ja, also auch da ist schon einiges automatisiert. Deswegen kann auch das schon helfen. Ja, dann sind wir jetzt dazu bei den Fragen und der Diskussion. Ich halte sogar meine Zeit ein. Ja, gibt es da jetzt Fragen erstmal? Okay, habe ich wieder alle erschlagen mit dem Thema. Vielleicht nochmal auf dein Problem einzugehen, das mit dem MMAP. MMAP ist eine Funktion, die macht aus einem offenen File-Handle einen Memory-Bereich. Danach kannst du auf den Inhalt der Datei über dieses Memory-Bereich zugreifen. Aber es erzeugt keine Kopie, sondern folgendes. Der Kernel muss, weil wir Block-Devices verwenden, immer einen Block mindestens einlesen. Das heißt, der Kernel muss den einlesen, schreibt den Disk-Cache, und wenn du mit einem Read rangehst, gehst du über diesen Disk-Cache, liest da wieder ein. Das heißt, er benutzt den Disk-Cache wie den Ringpuffer im Prinzip, so ähnlich. MMAP macht folgendes, er tut hier direkt diesen Disk-Cache in deinen Prozess reinmappen. Das heißt, dieses Stückchen fehlt da einfach und dadurch sparst du dir natürlich Rechenzeit, weil du direkt in den Disk-Cache reingucken kannst. Das ist der Trick dabei. Okay, wunderbar. Wenn es keine Fragen mehr gibt, kann man noch diskutieren, und ansonsten für die Leute, die mit auf der Shell kundig sind, erst Fragen, dann Diskussion. Wenn erfolgreich abgeschlossen. Okay. Ja, dann bin ich fertig.